Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Online Revolution. Und da hat das Spiel gesagt, ich sag auch nochmal Hallo. Und wollten noch extra kurz schwarz werden. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen trainiert, ein paar Level. Habe ich meine Monsterchen noch hoch trainiert. Und habe die ganze Zeit überlegt, was muss ich denn als nächstes machen, weil ich kann ja nicht in die Arena gehen, mir fehlt der Zerschneider. Dann ist mir eingefallen, klar, ich habe ja den Bootspass noch. Und habe total verpennt, dass ich da hier runter muss. Und ich weiß nicht, ob die jetzt schon alle kämpfen wollen. Wer bist du denn? Thor? Ich kenne einen Ort namens Lehrerhimmel, wo du ganz viele Lehrer finden kannst und sie werden immer bereit sein, deinem Pokémon wichtige Attacken beizubringen. Du musst in den Top 25 der Wettkampfsleiter sein in der letzten PvP-Saison, damit du zu Tutor Heaven kannst. Also, gib dein Bestes im PvP und du bist vielleicht in den Top 25. Okay. Wer bist denn du? Howdy! Ja, wo willst du hin? Achso, das ist jetzt schon das Boot? Das ist ein bisschen kleines Boot. Ich bleibe jetzt mal kurz hier. Okay. Oliver und Lilly, kann ich einfach hingehen? Hey, Mate! Nur der Johto-Tempel kann da hingehen. Achso, so komme ich in die andere Regionen. The Love Sailor? Hallo, da, junge Trainer. Was möchtest du über Liebe wissen? Ja. Du hast mich schon verstanden. Liebe, amore. Du möchtest mehr über Liebe herausfinden. Warum zeigst du mir nicht, dass du deine Kanto-Pokémon liebst? Entschuldigung, Kindchen, du musst sie lieben. Du musst sie mehr lieben als das. Okay. Pinkan Island Sailor. Oh, hi, wie geht's dir? Okay, du machst nicht. Mysterious Captain. Lass mich in Ruhe. Ich fühle mich nur in der Nähe von Wasserwohl. Kennst du Silex? Was ist denn? Pokémon. Silex. Hä? Kennst du hast du Silex? Nein. What? Was ist denn Silex? Spiel verarscht mich. Ich wollte dich nicht nochmal ansprechen. Linksklick, ne? CB Island Transport. Entschuldigung, aber diese Fahrt ist nur für Kanto Champions verfügbar. Okay. Hier ist Leute in Search. Ich bin mitten in etwas ganz Wichtigem. Müssen wir irgendwas dazu sagen? Wie weißt du. Woher weißt du, dass ich in Team Rocket war? Eine Vision über Wale? Das muss Wade sein, dieser kleine, hinterfotzige Hund. Was hat er dir gesagt? Ich erinnere mich an diesen Vorfall vor zehn Jahren hier. Und wenn Wade sagt, das wird wieder passieren, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Er hat mir so viele Male die Haut gerettet mit seinen Visionen. Ich werde immer auf ihn hören. Jetzt muss ich endlich meine Pflicht erfüllen und ein Arenaleiter sein. Ja, ich bin der Arenaleiter in der Million City. Nimm das Schiff und werde stärker und danach komm zu mir zurück und wir haben ein... Übersetze ich Zapping. Ein knisterndes Match vielleicht. Bis später, Kindchen.
Okay. Security Guard. Okay. Bitte genießen Sie Ihre Fahrt. So, wir sind also jetzt auf der MS Anna. Halt, stehen bleiben, ich möchte mit Ihnen reden. Ich werde Sie zu Ihrem Raum führen und Sie durch den Check-in führen. Hallo, willkommen an Bord der MS Anne. Das größte Schiff mit dem besten Service. Lass mich mal Ihr Ticket sehen. Ah, ich habe gesehen, Sie haben das dritte Klasse-Ticket. Das bedeutet, Ihr Raum ist im Keller. Im Schiff gibt es ja keinen Keller. Das ist halt ganz unten. Ich werde Sie hinführen. Okay. Besiegt Registry Personal Information. This is needed for booking procedure. Aha. Ich soll mir am PC die Personendaten eintragen. Jackson, achso, das ist mein Roommate. Ich sollte vielleicht nicht zu lange hier im Raum bleiben. Muss also an den. Willkommen bei der MS Anna. Bitte geben Sie Ihre persönlichen Informationen ein, um sich zu registrieren. Der Dein wurde auf der Passagierliste registriert. Bin ich jetzt hier raus? Ich habe keine Mütze genommen. Du bist jetzt in unserem System eingebucht, Dein. Dankeschön und genieße deinen Aufenthalt an Bord der MS Anna. So. Jetzt bin ich hier. Okay. Moment mal. Ach verdammt, man muss halt nach oben laufen, wenn man da reingeht. Lass uns auf diesen Pokékampf 10.000 Poké-Dollar wetten. Wenn ich das nicht will? Dick. Super effektiv. Dankeschön. Entschuldigung, aber ich habe gerade nicht das Geld da, das wir hier gewettet haben. Vielleicht kommst du lieber später nochmal vorbei. Ich wollte eigentlich gerade was anderes gucken. Kann man sich hier Sachen rausziehen? Ah, schade, das ging immer in den Pokémon-Spielen. Da konntest du irgendwie Tafelwasser und sowas rausziehen. Das ist ja cool gewesen. Rudy. Super Mario Bros. Ist so lustig. Ich wünschte, wir hätten das auch zu Hause, aber mein Papa sagt, es kostet zu viel. Ne, es ist zu viel Geld für ihn. Oh, ich verpasse so viele tolle Sachen deswegen. Okay. Und Carol kommt. Kann ich hier rumlaufen? Zu Carol? Ja, kann ich. Wenn nur mein Ehemann seine chronischen Wettprobleme in den Griff kriegen würde. Ich weiß, er sucht eine Abkürzung, um unsere finanziellen Probleme zu lösen, aber das ist einfach nicht hilfreich. Es macht mehr kaputt, als es uns hilft. Okay. Vater, meine Tochter und ich sind von Johto hergekommen. Wir sind hierher gekommen und wir sind jetzt bereit zurückzugehen. Jenna wollte die Pokémon sehen, die hier natürlich in der Region vorkommen. Die Pokémon gibt es fast in unserer Heimat nicht. So, du hast einen Kanto angefangen? Hehe. Ich wette, du hast diese Pokémon noch nie zuvor gesehen. Nee. Das sieht aus wie ein Baby von Jigglypuff. Sandgrab. Kopfnuss! Batz! Tot. Schaufler. Tschüss. Misses. Batz.
Platz. Snubbel. Schnibbel, 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 schnibbel. Oh, ich war auf solche Pokémon nicht vorbereitet, weil ich die noch nie gesehen habe. Ist mir tatsächlich egal, du hast auch gesagt, du schickst Pokémon, die ich nicht kenne. Okay. Hallo. Kaum zu glauben, dass es solche Adolescent. So jungen Teenager erlaubt es, zu jungen Teenager erlaubt es, allein ohne ihre Eltern einfach rumzulaufen. Wir begleiten unsere Kinder überall hin, wo wir hingehen. Nur weil man eine Trainerlizenz bekommt, heißt es nicht, dass man dass es sicher ist, alleine zu reisen. Okay. Du hast ein Kanto angefangen, denke ich mal. Alle meine Kinder haben auch ein Kanto angefangen in Palletown. Wir haben alle eins von den Steve, Stevie und Steven. Jetzt fällt es mir erst auf. Von den drei bekannten oder berühmten Starter-Pokémon bekommen. Bulbasaur, Squirtle und Charmander. Wir fahren jetzt nach Johto, weil wir daran interessiert sind, in der. Aber mehr in der, an der Johto-Liga drin als in der Kantos-Liga. Ich nehme dich. Go Bulbasaur. Ich wähle dich, Squirtle. Go Bulbasaur. Fug. Zurück. Bibor, du machst das. Passiert. Batz. Ah, du hast mich besiegt. Ja, egal. Bisasam ist immer noch das beste Pokémon von Professor Eis Starter Set. Ah, ne, er hat gesagt, du hast Shiki genommen, okay. Okay, du hast den Typenvorteil, weil du Shiki genommen hast. Aber das ist nur ein Weg, wie du mich besiegen kannst. Glaube ich. So ist in der Richtung. Das Problem ist, du musst wechseln, weil Feuer gegen Dingensbums sehr stark ist. Fucking Dragon Raid, hab ich komplett vergessen. Scheiße. Elektroball. Alter. Boah. Dragon Raid ist hart. Guter Kampf. Aber du wirst meinen Charmander nicht besiegen, wenn ich ihn erst einmal richtig trainiert habe. So. Wir haben jetzt zum Beispiel Wasser. Muss ich theoretisch den nehmen. Shiki ist das einzige Pokémon, das sie selbst besiegen kann. Du bist also ziemlich schlau, dieses Pokémon zu wählen. Los, Shiki. Die haben die auch nicht entwickelt, die sind gerade so auf. Die hatten wohl keine Lust da drauf. Elektroball! Post 9 XP. Nice. 1. Guter Kampf, aber du wirst es niemals besiegen, wenn ich es endlich trainiert habe. Okay. Kann ich jetzt meine Pokémon heilen, indem ich mich in mein Bettchen lege hier auf dem Schiff? Ich hoffe, sonst wäre das echt kacke. Ah, just a minute. At least I can rest my Pokémon in here. Dankeschön. Geh doch. Beauty!
hier schon? Hier war ich gerade. Alter. Vielleicht wird David. Hey, will means my words where the wound I'm tired of shall. Wird David meine Wörter netter verpacken, aber ich nicht. Ich hab's einfach satt, wie Charlie sich aufhört. Ja, er geht durch schwere Zeiten, aber er. Aber er sollte trotzdem aufpassen, wie er mit anderen umgeht. Einschließlich seiner Pokémon. Hallo, Entschuldigung, mein Sohn Charlie kommt etwas rau rüber. Er ist mein Adoptivsohn, nachdem er seine Eltern verloren hat. Er scheint etwas verwöhnt zu sein, aber er hat eine schwierige Familientradition, nachdem er sich von seiner reicheren alten Familie an unsere gewöhnen muss. Wir sind das ärmere Ende des sozialen Spektrums und hier er ist sozusagen von einer sehr reichen Familie zu einer armen geadoptiert worden. Er hat ein Problem, damit umzugehen. Okay. Growlites. Das müsste doch ein Arcani oder sowas sein. Arcani ist doch das Große. Was machst du in meinem Raum? Es ist unhöflich, in andere Leute Räume uneingeladen reinzukommen. Ah, was soll's. Okay, für hier. Schlecht. Chillog. Los. Flammenrad hat er gemacht. Okay. Blubstrahl. Blub, 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 blub. Und ein Habitag. Bite. Aerial Ace. Aquaknoche. ...1600 XP. Sehr schön. Meins. Diese nutzlosen Pokémon, wie soll man denn damit nur gewinnen? Das ist es, warum ich nicht mehr der nette kleine Junge sein kann. Dieser Jackson-Typ war alle recht. Jackson ist doch mein Gegenspieler, ne? Wenn ich mich gerade nicht irre.